Angekommen in Spanien am Ivo im Equinenza, das ist unsere Unterkunft. Da ich weiß, das ist das Völchen bei der Marilyn Monroe. Er hat ein eigenes Zimmer, wird ein bisschen schnarchen. Grüß Gott. Hallo, servus. Grüß dich, da sieht man unsere Kitchenette. Die Jungs haben das Wort nicht gekannt, aber wenigstens extra noch einmal. Küche! Da schlafen wir zwei, die zwei Peters, in einem gemütlichen Doppelzimmer. Anhagel feucht, das gehört natürlich auch dazu. Und jetzt darf ich euch weiterführen in unser bescheidenes, aber doch sauberes Badezimmer. Und jetzt, wenn wir gerade einkaufen, haben wir alles in den Eiskasten gegeben. Jetzt räumen wir unsere Sachen aus und wir werden heute noch fischen gehen. Bis später am Wasser, Jungs. So, wir sind jetzt am Steg angekommen. Übernehmen jetzt gerade das Boot. Es hat bis jetzt relativ stark geregnet. Jetzt ist aber herrlichster Sonnenschein. Da ist unser Boot. Die Jungs sind schon sehr aufgeregt. Kapitän Foley und der Maat Campanile. Erster. Das sind unsere Routen. Und wir sind schon sehr, sehr aufgeregt. Wir machen jetzt eine kleine Ausfahrt bis zum Sonnenuntergang, circa 4 Stunden. Und schauen, ob wir was fangen. Da ein glücklicher Kasper. Erster Wurf bitte. Am ersten Tag glaubt mir keine Sau. Bist du deppert? Oh, das ist ein schöner. Ja, das haut mich auf die Goschen. Ne? So, ist der schön. Alter. So, Ruder hinten. Herrlich. Herrliches Ruder. Wo sind? Pepper. Nächste Biss, knallhart. Live-Biss, ne? Wann passiert das? Carolina. Vom Foley, erzähl Carolina. Uns ein bisschen was über die Montage. Schaut ja sehr speziell aus. Also ich fische hier Carolina, weil ich absolut überzeugt von dieser Montage bin. So, schaut euch das an. One hot. Der hat einem sowas von wohl. Obwohl jetzt auch der nicht groß ist. Schau dir das an. Wow, das ist ja cool. Was ist das? Ein Krebs mit der Art, oder? A creature, ne? A creature. Creature bait. Schaut euch das an, Kinder. Ich meine, das ist Carolina. Hier, schönes Rig. Mit Stopper, damit es nicht beim Werfen rauffährt. Und der Köder sinkt total langsam ab und das lieben sie. Also das lieben sie. Super. Na, ja, geht's also gleich weiter, gell? Kaum habe ich die Kamera weggelegt. Schon hat der Foley den nächsten. Am Creature. Wieder am Creature und das ist ein bisschen schönerer. Wow. Schau sich das an. Guten Morgen. Heute ist der erste richtige ganze Angeltag. Gestern haben wir es schon ein bisschen probiert. War recht erfolgreich. Es ist relativ kühl, viel Nebel. Das müssen wir uns ordentlich anziehen. Unsere Routen sind schon startklar. Haben wir schon da eingezwickt, damit sie nicht der Wind durch den Fahrtwind davonfliegen können. Und jetzt geht es raus ans Wasser. Der Peter hat sich auch dick eingemummt. Ja, ah, der Chick Freak, ja. Und jetzt geht's los. Okay. Oh!
Oh, der nächste. Nächster Wurf. Da ist ein Birdie. Der erste Barsch. Schaut's. Da ist ein bisschen verletzt. Ein schöner 60er. Aber den schön eingesackt. Fantastisch. Wieder auf diesen Fox Shed. Fantastisch. Schöner Barsch. Herrlich. Wiedersehen. Der hat eine Luke. Einen uralten Kubito. That's a nice birch. Fantastic. Fantastic, ne? So, wir haben den nächsten Fisch, Axel Foley, oh, ein ganz ein schwarzer. Rapsy Set. Carolina Rig, schön schwarzes Männchen. Ja, der Peter hat eine neue Technik ausprobiert. Erzähl uns ein bisschen was drüber, wie heißt die? Ja, das kommt von den Französischen. Ja. Es heißt Le Palais. Und ich finde, es ist sehr gut. Ich habe gleich beim ersten Wurf einen versemmelt. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen umgestellt und habe natürlich jetzt das so fein gefischt, dass ich keinen mehr verliere. Kannst du uns die Montage mal zeigen? Ja, genau. Ja, bitte, das besteht ganz easy. Ein Blei, etwas gebogen mit 15, 20 Gramm, eine Glasperle. Dann kommt ein Drilling, man kann auch Einzelhaken nehmen und das Herzstück ist diese kleine Kleckse, gell? Aha. Schau, siehst du? Und so schaut er aus. Und jetzt da immer mit dem Kopf voran, dass du dem nichts... Petri Heil. Dankeschön. Auf Film bitte. Hallo? Na, ich muss jetzt einbinden, liebe Freunde. Na, sag jetzt einmal was. Mein Lieblingshobby. Es sind heute wirklich sehr erschwerte Bedingungen. Sogar unser super Pro-Glücksritter Campanile konnte sich bis jetzt lediglich entschneidern mit einem Vertikalzander. Wir versuchen jetzt den Platz zu wechseln. Unser Captain Foley wird uns zu den Fischen führen. Das war das erste Mal Wasser durchbrechen. Berührt habe ich, gell? Ja. Das war mir richtig. Mal schauen, ob es laut ist. Hast du mal einen Kopftouch gehabt, Leute? Dann ist er berührt. Jetzt kennt er die Berührung schon. Fast ein bisschen Licht. Soll ich da nicht nehmen? Nein. Nein, er ist stur. Ganz knapp, ganz knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Da macht das Maul nämlich nicht gescheit auf. Naja, klar, du hast ja die Ruten natürlich auch sehr weit unten, wenn du das selber nimmst. Das ist natürlich schwierig, ne? Okay, dann werden wir das in wahrscheinlich in Co-Production machen müssen. Ich probier's noch einmal. Wenn er sich hinlegt, verkehrt, dann passt's eh. Aber er ist ja schon komplett am Ende, Alter. 1,40 Meter. Come on! Yes! Nicht auf 40? Helfe ich dir noch ein bisschen? 40. Yes! Wunderbar! Wunderbar! Das ist gut!
sich so einen kleinen Palette ein. Tiefpunkt am Boot. Seit Stunden kein Fisch an Bord. Sturm. Unmöglich irgendwo auf dem Platz zu fischen. Motivation ist im Keller. Lebensmittel ausgegangen. Gestrandet in irgendeiner Bucht. Falls wir uns nicht mehr sehen, sagt allen, ich liebe sie. Traumabend. Nach einigen Zandern greift Bezi-Bär. Schaut sich das an. Einen schönen Buben ab. Schön in der Ecke drinnen. Boah, krieg ich fast nicht raus. Ein super Drill war das, kann ich euch sagen. Am kleinen Fuchs, Zanderschild, 10 Gramm, 28er Fluorcarbon. Super Drill, freue mich irrsinnig. Herrlich. Und zurück. Ah, für Dorian. Herrlich. Dorli, Papi, wie es gut macht. Ah. Und weiter geht's. Petri. Dank. Der Onkel Petz hat einen Wels drauf, glauben wir. Also nur dann wär's der Zander des Lebens. Schau, er gibt alles. Voll angestrengt. Und die Hose ist schon braun. Braune Hose, alles schon gut. Und der pumpt und pumpt. Maschine, wenn es einschlägt. Ist er noch tief unten? Mhm. Macht gar nichts, ne? War der Kavös wohl. Pracht. So, und jetzt darf ich wieder schwimmen. Tja, okay. Na so. Farb.